Naja, besonders toll war die Kiste jetzt nicht. Oh Gott, da ist ein Loch. Wieso? Ach, das ist das ein Loch oder ist das kein Loch? Nee, es täuscht nur. Okay. Ach, Olga, was schwitzt denn du schon wieder? Mal wieder zurück. Wir bleiben mal lieber auf dem Weg, sonst fällt schnell wieder in diese Lehmgrube hier, in unser Lehmloch. So, jetzt haben wir das erstmal schon mal soweit alles aus Beton. Okay. So, und ich werde das mal testen mit dem Lehm. Du hast gesagt, diese Pflastersteinblöcke und dann mit Lehm aufwerten war das, ne? Steinplattenblöcke, bitte. Meine ich ja. Das sind die dunklen, ne? Oder waren das die hellen? Das waren die hellen. Und die hellen, da machst du dann Lehm drauf. Okay. Warte mal, dann gucke ich mal ganz kurz ins Inventory. Steinplattenblock. Ach da. Dazu brauche ich So, okay. Pflastersteine. Ja, davon müssten wir ja noch genug haben irgendwo. Naja, da haben wir doch noch genug von. So, dann haben wir hier. Oh, ich glaube, der Hopfen ist fertig. Na, Gott sei Dank. Dann kann ich jetzt andere Sachen machen. So, da ist die Kiste. So, wo ist er jetzt da? Da. Bewerten. Oh shit, nee, ne? Oh. Okay, ich darf nachher was wegmachen. Ja, hast du das noch runtergedreht, das Abbauen? Der ist ganz normal auf 100% jetzt, ne? Okay, gut. Ja, das wollte ich nur wissen. Weil ich ja das austauschen wollte, das Holz, weißt du? Nicht, dass ich nachher alles da abruppel. Das ist eine Optik hier, oder? Ich finde das cool. Reicht's aber gleich. Steinplatten. Block. Ich Da ist glaube, ich er. setze das erstmal, bevor ich nachher wieder was verkehrt macht. Na, so 877 Pflastersteine, also das reicht ja hier, ne? So eine Blöcke, ne? Ich muss warten, da läuft noch Messing durch. Ach, verdammt. Messing durch zum Na, ich Einschmelzen. habe diese, ja, ich habe die Dinger zerlegt hier, diese Kühldinger da, diese Kühlergrilldinger. Okay. Und ich werde noch Fackeln herstellen, weil so viele haben wir gar nicht mehr, sehe ich gerade. Ja, ich habe auch die letzten gerade rausgenommen, weil der Tunnel relativ lang ist. Ich will aber ein bisschen. Ist der gerade nicht zu sehen? Jetzt ist der. Okay. Okay, hier sind noch Fackeln. Das irritiert mich jetzt aber gerade so ein bisschen. Dann brauche ich, glaube ich, Stoff, ne? Für die Fackeln. Ja, ich werde mal den hier mitnehmen.
Okay, die Pflastersteine kann ich schon mal herstellen, fertigen. Und die Fackeln kann ich später noch machen. Das muss ja nicht unbedingt jetzt sein. So. Okay, das lassen wir. Oh, aber unser Zement ist ja aufgebraucht, ne? Ich habe Zement durchlaufen lassen. Ah, da gucke ich mal rein. Dürfte ein bisschen was sein. Ah, warte mal, hier sind noch die Stahlgerüste, die hole ich mal raus, die packe ich dann in meine Kiste. Genau. Dann kann ich das ja ausmachen. Warum sind denn die an? Ich mach mal die aus, die schmelzen hier. Da ist gar nicht mehr drin. Gar nicht mehr drin, alles durchgelaufen. Ja. Oha. Da müssen wir ja Aber eiskalt durch Zement versorgen. ist hier nicht drin. Ach doch, da. Ist bloß in einer Schmiede ganz links gewesen. Ja, ich sehe das gerade. Und der konnte gar nicht weitermachen, weil Voll. Okay. voll war. Ich habe die Gläser auch rausgenommen. Das ist super. Ja, so ist das manchmal. Ach, Alma, hau doch mal ab jetzt. Alma ist da. Oh, die ist doch furchtbar. Jetzt kommt die immer öfter hier, weil wir das jetzt auf Krieger gestellt haben, blöde Kuh. Ja, ich komme ja gleich, Alma, warte mal. Wo bist denn? Meine Gutste. Ich glaube, die hat schon aufgegeben. Meinst du? Ich guck mal. Vielleicht liegt sie ja hier irgendwo. Ja, ist gerade ein bisschen stiller geworden. Ja, ich denke auch. Die liegt bestimmt hier irgendwo. Einmal. Ach ja, hier liegt ihr Kadaver rum. Aber einmal hätte ja mal ein bisschen ihr Kleid waschen können. Die sieht aus, ne? Ja, ihr Make-up ist ja auch schon ein bisschen verlaufen. Ja. Ich glaube, die weint viel. So, was sagt der Beton? Oder der Zement? Ja, das kriegen wir hin. Das ist alles gut. So, was sagt mein Messing? Ist das nur fast fertig hier oder was? Und Lehm brauche ich noch. Lehm. Ja, jetzt stellt er hier noch ein bisschen was her. Okay, dann muss ich wieder hindrehen. Wo habe ich denn meine Dings gelassen hier, meine Ein Schraubenschlüssel. Ach da. Da ist er ja. Ja, obwohl in der Werkzeugkiste auch ein paar 600 da rumliegen, ne? Naja, ein bisschen braucht das noch und dann kann ich weitermachen. Ich wollte jetzt erstmal dieses eine Stück machen und dann kannst du dir schon mal die Optik hier angucken, wenn ich soweit bin. Dauert aber noch ein Momentchen. Ich platziere ja noch ein paar Elemente, Fackeln. Du, der Messing braucht noch 3 Minuten. So, also von der Optik her finde ich schon krass. So. Okay, jetzt wollen wir natürlich Fackeln anbringen. Einmal auf der Seite, einmal auf der Seite und nicht zu viele. Das heißt, wir machen einmal hier so in die Ecke rein.
zwei da. Eins, zwei. Du sagst doch nicht, dass du Beton angestellt hast, ne? Das Ding war auch voll. Musst du auch was rausnehmen, damit das bei der macht. Nur ein bisschen. Ja, ja. Na, ich glaube, das mit dem Feuer, da können wir doch ein bisschen weiter auseinander gehen hier mit den Fackeln. Das sieht aber cool aus. Mir gefällt das. Ich hoffe mal, wir fliegen nachher nicht so oft raus, weil wir zu viel Licht machen hier mit den Fackeln, weißt du? Nee, das glaube ich nicht. Da machst du ein bisschen weiter auseinander. Guck mal, hier draußen haben wir ja auch schon einige Fackeln und ist ja. Und wenn du denn kein Licht anmachst am Helm, dann denke ich mal, sollte das auch nicht passieren. Ich glaube, schlimmer wäre es, wenn du da Lampen hinmachen würdest. Ja, da gab es ja die eine oder andere Hürde. So, gucken wir uns das doch mal an. Oh. Heftig. Gut, die eine Ecke muss ich noch wegmachen, ne? Das ist ganz klar. Aber wie krass das aussieht hier unten jetzt. Ja, warte mal, ich komme mal kurz runter, bevor ich hier losfahre. Ja, das guck dir mal bitte an. Das ist sehr cool. Also dunkel ist es nicht, der Tunnel, da ist genug Licht. Ich habe auch kein. Ich habe jetzt. Oh ja, das ist cool. Das sieht bald aus wie diese Forest da unten in der einen Höhle. So ein Tunnel. Ich hätte mir ja eigentlich gewünscht, hier unten so Wasser hinmachen zu können und dann irgendwie so eine Art Gitter drauf. Ja, das wäre cool gewesen. Das aber schön aussieht. Es ist leider hier nicht möglich. Ich habe eine Methode gefunden im Kreativmodus, wo man das kann, wo das dann noch ein bisschen schicker aussieht. Ja, ja. Aber ich finde das von der Optik her schon ziemlich stylisch. Also das hat seinen eigenen Charme hier unten, ne? Ach, weißt du was, ich laufe gleich hier unten lang, dann brauche ich das Movement nicht mitnehmen. Okay. Hast du deinen Erdbohrer vielleicht zufällig dabei? Ja. Hier hinten habe ich nämlich so eine Ecke, die habe ich leider falsch platziert. Es war aber nur eine. Ja, ich weiß nicht, ob das noch reicht mit dem Benzin. Mal gucken. Wo das denn? Ist einfacher Beton, also noch nicht der hochwertige. Die hier oben, das ne? wollte ich auch nicht. Ja, genau. Sonst wäre ich jetzt nochmal hochgegangen und hätte das gemacht. Schön. Oh, bitteschön. Dankeschön. Gut, weiter geht's. Licht anmachen. So, und dann gucken wir mal. Es sind sogar noch 29 Fackeln übrig. Also es sind gar nicht so viele, die ich hier verbraucht habe. Ja, 44 sind auch noch in der Kiste, glaube ich. Aber dieser Tunnel, ne, alleine durch die Optik, ne, immer wieder da durch, so, das zieht das irgendwie gefühlt in die Länge, ne? Ach, ich sehe auch gerade, hier fehlt auch noch ein Deckenelement. Ach, verdammt. Wie ein Deckenelement. So naja, da fehlt. Ja, ja. Ach, scheiße. Ja, manchmal siehst du das schon gar nicht mehr, wenn das so flimmert. Du, zwei Stahlgerüste habe ich noch im Inventar. Außerdem, Hani, ich weiß nicht, du hast ja schon geplant, wo du hier rüber gehen willst, ne? Ja. Und wo an der hast... Ecke da, die du da freigelassen hattest. An der Ecke, die ich freigelassen habe. Ja. Okay, das heißt, du wirst auf die Straße dann hoch und dann zum Nachbarhaus wahrscheinlich. Ja, ja. Okay. Ungefähr, ja. Dann können wir ja hier auch schon mal die Rahmen rausnehmen, dass wir wissen, okay, da bleibt jetzt das Loch. Da wird ja, genau. Das später erweitert. Das kannst du machen. Der war auch kaputt. Ist jetzt wieder heile, ne? Hervorragend. Das ist auch schön. Schön. Ich finde die Optik ziemlich cool. Dieses schöne gelbliche Licht. Ja gut, bei dem einen Haus haben wir jetzt nur schon aufgewertet mit Beton. Da geht das jetzt nicht mehr. Also es muss auch nicht jedes sein, ne? Aber Nachbarhaus habe ich mir gedacht, naja, wir haben ja jetzt diesen Keller gebaut und der ist jetzt sinnlos da irgendwie. Und dann habe ich gedacht, es wäre doch cool, wenn man hier von dem Tunnel auch dahin kommen könnte. Und von oben werden wir natürlich auch noch einen Zugang lassen, ne? Das ist gar kein Thema. Vielleicht mit einer fetten Tresorklappe, weißt du, nochmal absichern. Da werde ich auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit machen. Oder soll ich die Blöcke hier wegnehmen, Marcel? Welche Blöcke? Wo? Na, wir haben doch hier bei der Battle Beast die Häuser, die doch hier sind. Da haben wir ja nur schon mit Beton aufgewertet.
Ja, es wäre hübscher, da was anderes reinzumachen, glaube ich. Also wir können die auch rausnehmen und da was anderes reinmachen. Ach, hier fehlt der eine Block. Ich sehe es gerade. Ja, dann muss ich mir ja doch Benzin holen. Warte mal, das stimmt ja, da brauche ich ja Benzin. Weil das möchte ich jetzt nicht mit der Spitzhacke machen. Hier fehlt auch ein Block. Ja, ich sage ja, ich habe nachher schon vom ganzen Flimmer nicht mehr gesehen, ist da jetzt was oder nicht. Ja, weil du dahinter auch teilweise noch Rahmen hingepackt hast. Ja, Ja, gibt's. wahrscheinlich, versehentlich dann, oh Gott. Und hier ist auch noch einer frei. Na, die kannst du ja dann auch wegnehmen, die ich da versehentlich gesetzt habe. Nö, offert. So einen Mangel haben wir jetzt auch nicht, dass wir das unbedingt müssen. Nein. Ja. So, hier oben war, glaube ich, noch einer. Irgendwie sah das komisch aus. Ach nee, jetzt weiß ich, warum das so komisch aussieht. So, noch ein bisschen Benzin holen. Da war ja der Sand. Hier oben ist aber auch so eine komische Ecke. Fehlt da einer? Tatsächlich, da fehlt einer da. Jetzt sieht er doch schon ein bisschen anders aus. So, Naja, Benzin. naja, naja. Ansonsten werden wir keine größeren Tunnel mehr machen, glaube ich. Also wenn dann nur kleine Zimmerchen. Da würde ich das dann aber so machen. Was hier schon beschädigt, ja. Okay. Ja, es kann sein, als ich mit dem Erdbohrer da zugange war. Hallo, ihr Lieben, wo wollt ihr denn hin? So, dann werde ich jeden zweiten erstmal freilassen und dann mal überlegen, was wir hier unten so unterbringen können. Weißt du? Dann haben wir hier so eine Stützen, dass ich auch gleich weiß, wo ich die dekorativen Elemente hinsetze. Und was ich noch testen wollte, war ja, ob die Fackeln auch an diesen Gerüsten halten, aber ich denke schon. Ja, das ist sehr gut. Hilde, geh weg. So. Du dämliche. Da hat die noch nicht mal was dabei, die blöde Kuh. So. Naja, dann kriegen wir ja wieder neue Steine. Ja, ist ja nicht so, dass wir wenig hätten. So, dann gehe ich jetzt hier und mache erstmal die Bögen. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl und ein ganz anderes Sehen, wenn man hier drinnen steht oder rumläuft und die Optik nachher fertig ist, ne? So, wo habe ich denn jetzt meine Steinchen? Und kostet natürlich wieder jede Menge Beton, aber zum Glück haben wir da schon ein bisschen was vorproduziert. Ne, für alle anderen Zwecke haben wir ja genug übrig, sage ich jetzt mal. Ah ja. Ich bin ja auch So. doof. Die Decke können wir ja Aber das verbinden, alles. verhalten Ne, so was machen wir nicht. wir nicht. Weißt du was, dieses Sofa, dieses hässliche hier, das kotzt mich auch an. Weg damit. Das stört bloß bei meinem Bauvorhaben. Meine Fenster haben sie auch kaputt gemacht, die Idioten. Ja, die sind da ein bisschen frivol, ne? So, die Decke haben wir komplett bis da hinten. Schon durch, okay. Ja, ist schon ein bisschen weit. Also hätten wir das offen gelassen, hätten wir auf jeden Fall genug Platz gehabt. Fürs Moped hätten wir bloß irgendwo Wendekreis mit einbauen müssen, ne? Wäre auch cool gewesen. Ah.
Fenster. Irgendwo waren doch auch Fenster. Eigentlich müsste man hier auch Stahlgitter reinmachen statt Fenster. Ja, ist wirklich wahr. Die alten Schweinebacken. Ach, guck mal, hier fehlt auch noch so ein Block. Ja, dann machen wir heute halt mal ein Kreatives. Ein bisschen alles ausfüllen, gucken, wie weit wir da kommen. Obwohl ich sagen muss, diese Pflastersteinblöcke gefallen mir echt gut. Ja, also die Optik davon finde ich auch gut. Nur deswegen sind die ja jetzt auch hier draußen verbaut für unsere Fackeln. Ich meine, das sieht jetzt aus wie so ein Rohbau hier, auch mit dem. Naja, ist egal. Was meinst du, wie das aussieht? Nur mit den Gerüsten, wenn du dir dann ganz das Haus zusammenschustern willst und erstmal zum Abmessen und so diese ganzen Rahmen dahin packst? Ich meine jetzt, weil ich ja die Dinger mit Lehm jetzt voll mache, weißt du? Okay. Also, ich mache ja die Pflastersteine dahin und dann klatsche ich ja Lehm auf. Schon, okay. Also Beton wird immer weniger. Also wenn das alle ist, dann muss ich natürlich wieder erstmal hoch, bisschen was holen. Ja, ich habe das alles reingepackt. Das Ding ist gut voll. Sehr schön. Okay, ein bisschen was haben wir noch, dann kommen wir ja noch ein Stückchen weiter. Bin mal gespannt, wie weit ich jetzt gekommen bin mit dem Aufwerten. So weit bin ich bestimmt noch nicht. Ja. Okay. Mensch, es ist mein Kissen weggerutscht. Frechheit. Böses Kissen. Ja. So, dann gucken wir doch mal. Thank you.
Ja, auch für so eine Vorhaben muss man so ein bisschen Muße haben, ne? Ja. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich an dem anderen Bunker gesessen habe, den ich gebaut habe. Auch ein paar Tage gedauert. Dann habe ich noch was umgebaut. Okay, Beton ist jetzt alle. Ja, zwei Beton, damit will er nicht weitermachen. So, wie weit bin ich denn jetzt? So weit. Okay. Also das Aufwerten geht definitiv schneller als das Bauen. Und ich höre es, wie du es abbaust noch gerade. Ja, cool. Und heute gönnen wir es uns einfach schön. Der erinnert mich irgendwie an so einen alten Shooter, so ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Also die ältesten Shooter, die ich kenne, sind so Quake, glaube ich, war das. Und wie heißt das andere Ding jetzt? Red Faction. Ich weiß nicht, gab es da auch so eine Elemente, die so ähnlich aussahen? Ich weiß es nicht. Du, das weiß ich auch nicht. Irgendwie war es mir so irgendein uralter Shooter. Da gab es auch Sonderelemente. Ist ja nun mal halt einfachste Bauweise, ne? Diese Geometrie, die man da drin hat. So. Okay. Guck ich mal, wie sieht's aus? Essen, trinken. Na komm, hier gönne ich dir noch mal was. So, gucken wir hier mal rein. Okay, Beton. Ist auch wieder was durchgelaufen. Okay. Da ist auch Zement. Dann gucken wir mal hier. So, das muss ich aber jetzt von außen machen, glaube ich. So, Zement packe ich erstmal noch weg. Ich stelle nochmal neu an gleich. So, Glaskrüge waren ja jetzt so 1000 oder so, ne? So, dann lassen wir nochmal ein bisschen mehr Stein rein. Oha. Und ich stelle nochmal Zement an. Da läuft gerade nichts rein. Dann lassen wir überall mal ein bisschen was einlaufen. Damit die hier nicht so. So, stellen wir ihn an. Hier kannst du Stein haben. Der kann auch nochmal Stein haben. So, der hätte ich im Bruchsand gar nicht rausholen brauchen. So, rein mit dir. Beton nehmen wir schon mal mit. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch noch ein bisschen mehr Stein. Was? Ich packe jetzt einfach mal in alle Schmieden Stein rein. Dann können wir schön schnell nachher Zement hochkriegen und dann natürlich auch wieder Beton. Und das Eisen ist ja alles durchgelaufen, bis auf das, was wir hier noch in der Kiste haben. Okay, machen wir dann.